MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. So, meine Damen und Herren, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Herzlich willkommen wieder zurück auf dem X10-Add-on. Heute mit einer neuen Modifikation, die ich euch vorstellen darf, beziehungsweise eine neue Version dieser Modifikation. Gucken wir mal, wer erstmal da angeschossen kommt. M29er Berliner 13086. Herzlich willkommen erstmal im Let's Play. Ja, ihr wisst noch von einigen anderen Videos, als ich euch den Facelift EN06 der BVG gezeigt habe von meinem Zuschauer MX200. Damals die Version 2, heute die Version 3 am Start. Bedanke mich natürlich zuallererst mal bei dir, dass du mir das wieder zugeschickt hast. Habe ich mich sehr gefreut. Wir werden uns das Ding gleich mal angucken. So, hier steht ein M29er und hier ebenfalls der M29er. Und da siehst du, da hinten kommt dann noch einer an oder was. Geil. So. Wir spulen mal ein bisschen die Zeit vor hier. Dann sind die nämlich weg. Ja. Naja, oder einer zumindest. Gut. Ich sag euch gleich, was wir hier Neues dabei haben. Schmeißt das Ding erstmal an. Genau. Genau. So muss das. Ich habe mal abends ein bisschen ausgewählt, dass das mal ein bisschen schicker aussieht. Ich sage euch, was neu ist. Also, reale Haltewunschknöpfe sind jetzt mit dabei. Also, ich sage euch mal die Veränderungen von der Version 2 zu Version 3. Das sind hier die Dinger. Funktionieren auch. Hier. Sehr gut. Reale vordere Innenanzeige. Dazu sollten wir das natürlich vielleicht erstmal schildern. Wir fahren die Linie 110. Oder was? Geht das hier? Aha. Und Kurs ist Route 2. Genau, Herzallee. Wie sieht das aus? 110 Herzallee. Genau, sehr schön. Innenspiegel an der zweiten Tür entfernt. Okay. Trennstange an der ersten Tür entfernt. Okay. Reale Festhalteschlaufen. Okay. Haltewunschpiepton entfernt. Okay. Da geht es gleich auf, weil ich die Türfreigabe drin habe. Wenn ich die jetzt mal rausnehme. Ja, okay, dann macht es kein Geräusch. Ist also sehr schön. Stangen an BVG angepasst. Jo. Und Funkgerät eingebaut. Jo. Aus dem Solaris, ne? Funktioniert also nicht. Genau, jetzt haben wir trotzdem noch einen Haltewunsch. Warum steht da noch Haltewunsch? Also automatisches Kneeling ist offensichtlich auch dabei. Hier. Gut. Das, die anderen Sachen kennt ihr noch, ne? Also reales Kneeling, genau, wenn die Haltschirmbremse drinne ist, sehr schön. Der Sport ist auch noch so, kennen wir noch. Wunderbar, Atron mit drinne. Gut. Dann würde ich vorschlagen, spulen wir kurz noch vor. So. Mal gucken, Performance ist jetzt wahrscheinlich nicht die beste. Die Uhrzeit, aber können wir mal verkraften. Wir fahren ja über den Kudamm. So, wer will mit hier? Achso, ich muss hier Haltschirmbremse reinmachen, dann kann ich auch die vordere Tür aufmachen. Alles klar. So. 110 fahren wir. Roseneck bis nach Zoologischer Garten, beziehungsweise Herzallee. So, wenn hier keiner mit will, dann juckt mich das mal gar nicht. Hier, die Anzeige ist auch sehr schön. Die Matrix, ja, gefällt mir gut. So, will keiner mit, dann fahren wir los hier. Genau. Also manchmal steigen die nämlich schon an der Betriebshaltestelle ein, deswegen eigentlich ist ja hier die offizielle Haltestelle. Genau, Elektrotüren am Start. Guten Abend. Guten Abend. Der Bus bleibt privat. Das sollte ich vielleicht noch erwähnen.
weil ich, also das nehme ich mal ganz stark an, weil eine Menge Fremd-Content hier verbaut wurde. Sonst wäre das natürlich kein Problem. Aber er zieht echt sehr gut. Das ist auch reale Motor eingebaut hier, OM906. Gefällt mir echt. So, jetzt hat Helga nochmal Roseneck gesagt. Die Ansagen sind auch privat, also da möchte ich bitte keine Anfragen haben, das wissen aber die meisten von euch. Dass sie nicht weitergegeben werden dürfen. Ja, wir fahren nochmal eine chillige Runde auf der 110, passt eigentlich am besten hier zu dem Bus von allen Linien hier auf dem X-100 an. So, ab 22.30 Uhr. Ja, wer sich da dran hält, der ist selber dran schuld. So, ich habe jetzt mit Q weiter geschaltet. Genau, hier haben wir auch noch diese zweite Elgersburger Straße. Innenanzeige mit drinne. Die ist auch aus dem Solaris übernommen. Ja, sehr schön. Wir können auch mal drinnen hier so ein bisschen Licht anmachen. Genau, dann. Falls einer ein Buch lesen will. Abend. Abend. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr den so findet. Feiert ihr den oder feiert ihr nicht den Bus? Was kann man vielleicht noch besser machen? Also so vor 22 Uhr müssen hier noch 50 sein. Das ist auch relativ wenig. Also. Liebe Fahrgäste, Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. Genau, da gibt es ja jetzt hier diese Schlaufen, wo du dich festhalten kannst. Das ist ja ganz neu in dem Bus hier. Ja. Dank der Version 3. So, Entwerter, den habe ich euch schon in der letzten Version gezeigt, ne? Guten Abend. Ja, hier. Hallo. Hallo. Also auch original BVG-Entwerter. Haben wir hinten Entwerter mit drin? Ne, haben wir nicht. Hier haben wir schön den Kinderwagen-Haltewunsch-Knopf. Sehr schön. Sehr schön. Jetzt müsste es in Omsi nur noch einen Kinderwagen geben. Das ist natürlich... Also wie im Bussimulator 2016. Wo jetzt das nächste Payback und rausgekommen ist dafür. Aber die Preise sind ja... Also du kannst ja nicht meckern. Bus im Lade, sondern 16, ja. Du wirst ja nicht so abgezockt wie hier in Omsi. Ihr guckt euch mal den Spielplatz an. Und guckt euch dann mal den Gladbecker Spielplatz an zum Beispiel, ne? Mal wieder so ein Beispiel. Alter, die Bremsen. Guten Tag. Guten Tag. Jawohl. Abend. Abend, in Ordnung. Grieser Platz. Ich habe mir gedacht, wir fahren mal die Gegenrichtung heute von 910. In die andere Richtung sind wir die Linie schon ein paar Mal gefahren mit verschiedenen Bussen. In diese Richtung aber noch nicht, glaube ich. Wäre ganz cool, wenn man das halt auch noch mal ein bisschen ausbauen würde, ne? Würde ich feiern, also. Oder mehr Berliner Add-ons. Weil so viel Linienvielfalt hast du dann hier auch nicht im Berliner Bereich. Also Teldo gibt es ja viele Linien. Aber so fährst du hier auf dem Berliner Gebiet eigentlich nicht.
So. Ja, brauchst du ja nicht sagen, dass das nicht die realen Türen sind. Sie sind ein bisschen anders, das stimmt schon. Aber vom Prinzip her sind sie halt so, ne? Das Ding ist übrigens nicht aus dem Hamburg-Add-on. Beziehungsweise aus dem Rheinhausen-Add-on oder aus dem Drei-Generationen-Add-on. Also von da ist Bode, könnte man auch sagen. Von dem ist das Ding nicht. Das ist, glaube ich, auch aus dem Omniforum. Aber auch da ist halt immer so die Frage, darf man es nur wieder voran in seinem Bus verwenden und dann hochladen? Und da ist die Antwort meistens nein. Und deswegen werden solche Modifikationen hier eben nicht zur Verfügung gestellt. Ja, nicht öffentlich hochgeladen. So, Kollege. Schönen Feierabend für dich. Sich während der Fahrt festzuhalten. Der nächste Kollege macht Feierabend. Oh, ja genau, Alter. Ja, das Repaint hat er auch mitgeliefert. Weil er was selber gemacht hat. Ist ganz nett, ne? Sieht jetzt nicht so billig aus, sieht eigentlich ganz gut aus. Hallo, danke. Jo. U-Bahnhof Adenauerplatz. Ja, genau, jetzt fahr auf den Kudamm. So muss dann sein. Sicherheit möchten wir Sie bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. Ja. Na gut, dass ich nicht 22 Uhr ausgewählt habe, sonst hätte ich gerne mit 30. Und mir fällt das schon schwer, hier 50 zu halten, ne? Und dann 30 hier noch lang. Nur weil sich 2-3 Opas hier gestört fühlen von ein bisschen Krach von durch den Bus hier. So, Ampel wird für uns grün, so muss das sein. Ja, dankeschön. So, Oma, komm. Ach nee. Mann, Alter, hättest du den nächsten Bus genommen hier und wärst du noch zu mir gekommen. Jetzt muss ich dir noch einen Fahrschein ausdrucken, ey. So, was wolltest du, Kurzstrecke? Entschuldigen Sie, mein Fahrschein? Hä? Entschuldigen Sie bitte, junger Mann. Halt deine Schnauze. Bitteschön. Meine Fresse, was eine Unfreundlichkeit. So, jetzt können wir mal ein bisschen schneller fahren hier auf dem Kudamm. Also der zieht wunderbar, gefällt mir richtig gut. In manchen Bussen kommt es überhaupt nicht vorwärts.
ist perfekt angehalten hier. Die Baustelle, die es auch seit ZX-100 auch noch rausgebracht haben, könnten sie auch mal ändern. Oder ich ändere das selber. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Also wo wir nochmal bei dem Thema sind hier, ne, da ich ja wieder mal einen Mod aus der Community vorstelle. Also wenn ihr Sachen habt, schreibt mir gerne eine YouTube-PN oder fragt mich in den Kommentaren. Dann stelle ich auch eure Mods mal gerne vor. Eure Maps, Busse oder sonstige Modifikationen. Soll halt schon was Cooles sein. Also ne, ihr braucht jetzt mir nicht sagen, ja Mensch, ich habe jetzt hier... Weiß ich nicht, ich habe die E-Box in den Citaro eingebaut. So, dann denke ich mir so, ja Digga, toll. Das kriegt doch jeder hin. Also, muss schon was Cooles sein, wie sowas hier, wisst ihr? Also, wo ihr auch wirklich sagt, ja Mensch, das kann man auch anderen Zuschauern zeigen. Und da haben die Spaß dran, wenn die das sehen. Aber ich denke mal, das können die meisten ganz gut abschätzen. Und dann freue ich mich auf eure Sachen. Ja. So, du willst auch wieder einen Fahrschein? Ich hätte gerne einen normalen Fahrschein. Ich hätte gerne einen normalen Fahrschein. So, 1,60, ne? Bitteschön. U-Bahnhof Uhlandstraße. Das ist viel zu ruhig auf dem Kudamm, einfach... viel zu ruhig. Es gibt ein Szenario, ich habe nochmal nachgeguckt vor der Aufnahme, ob vielleicht ein Szenario nochmal fahren können, aber die waren alle langweilig. Also es gibt ein Szenario, da hast du in Teltow da, Knesebeck Brücke, da hast du ein bisschen Stau, aber so, oder hier Drängel auf dem Kudamm, das ist auch ein Szenario, das können wir vielleicht auch mal fahren, aber da ist auch glaube ich nicht so viel los. Dass wir einfach mal komplett Stau haben auf dem Kudamm, aber dann wird die Performance ja total in die Brüche gehen. Aber das wäre einfach mal cool und auch realistisch. Oder mal so Menschenmassen hier in Umsee. Ach, das wäre so herrlich, ne? Wenn man das ein bisschen realistischer machen würde. Nur seht zu da hinten, ey, ganz ehrlich. Genau. Liebe Fahrgäste, Ihrer eigenen Sicherheit möchten wir Sie bitten, sich während der Fahrt festzuhalten. Vor der Haltestelle, meine Damen und Herren. So, wir warten noch. Das ist nämlich auch ein schönes Fahrzeug hier. So, wir erreichen den ersten U-Bahnhof Zoologischen Garten. Oder Zoologischer Garten. Wir erreichen den Zoologischen Garten. Rechts das Waldorf Astoria. S- und U-Bahnhof Zoologischer Garten. Endhaltestelle. Sie können noch bis zur Betriebshaltestelle mitfahren. Jo. Wenn du mal gar keinen Bock hast, dann fährst du einfach mal bis zur Betriebshaltestelle mit.
Scheiß auf Mainstream, Scheiß auf Aussteigen am Zoo. Ich fahr bis Herzallee. Das war jetzt nicht so souverän. So, mal ein bisschen schneller. Ach ja, habe ich noch nicht erwähnt. Hier. Kamera, ja. Wäre geil, wenn es funktionieren würde, ne? Und nicht so ein Bild vom Solar Sabino 18. Aber wenn das irgendwie möglich ist, dass man da hinten noch eine Kamera anbringt und dann so ein Live-Bild hat, wäre geil. So, Lars 1106.de fährt auch die 110 bei Mischel Betriebsrat, weil ich es kann. Fährt er auch nicht. Ich fahre Umlauf 3, er fährt Umlauf 2, das passt ja. Herzallee, Endhaltestelle, bitte aussteigen. Also auch Lars im Video mit drin hier. So. Wer war so cool? Ja, die Frau war ja so cool und hat gesagt, jo Mensch, ich fahre noch bis zur Herzallee, ich bin cool. Ja. Endhaltestelle. Bitte aussteigen. Betriebshaltestelle. Wir machen Pause. Wobei, wir können hier auch einfach die normale Haltestelle reinmachen. Zack. Dann geht die Tür hier nämlich auch auf. So, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Hier vom X100On mit dem Facelift EN06 von MX200. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit für euch und haut rein. Ciao, ciao.